Ich habe eben kurz vor der Mittagspause darüber gesprochen, dass wir diesen Aspekt des Beginns des Gottesdienstes und der ja sehr wichtig ist. Es gibt eine, es kommt gar nicht häufig vor, dass Liturgiewissenschaftler auch darüber nachdenken, wie Gottesdienst beginnt. Aber eigentlich, wie der Beginn ist, richtet es schon sehr viel aus darüber, was dann folgt. Also wir kennen natürlich klassische Eröffnungsszenarien eines Gottesdienstes, wenn wir an die Form etwa denken, wie wir heute Mittag die Sechste eröffnet haben. Das ist eine klassische monastische Form, die wir in dieser Zitation aus dem Psalm 69 oder 71 nach Johannes Cassian, Deus in adiutorium meum intende, und über die Benediktsregel ist das sozusagen in die Breite gekommen, sodass das zur klassischen Eröffnung wurde. Wir kennen eine andere Eröffnung mit dem Zitat aus Psalm 51, Herr, öffne meine Lippen, was bei uns dann eher auf den Morgen reserviert ist, was aber nichts damit zu tun hat, dass es eine, wie man das oft interpretiert, eine Eröffnung nach dem Schweigen der Nacht ist, sondern es ist eine sogenannte Prolepse, weil der Psalm 51 jeden Morgen kam, ja, zieht man den Sinn des Psalms in dem Eröffnungsruf in der Zitation nach vorne. Ja, also eine Vorwegnahme des ganzen nachfolgenden Psalms. Wir kennen eigentlich nur noch im Rudiment den klassischen Beginn der römischen Messe, am besten erhalten in der Karfreitagsliturgie. Einzug des Priesters, Verehrung, Oration. Nur, dass der Karfreitag das nochmal natürlich stark reduziert und jetzt kein Kyrie vorsieht oder was natürlich gar nicht vorgesehen ist, sind irgendwelche, ist ein Begrüßungspalaver irgendeiner Art und Weise. Selbst wenn das römische Messbuch, das aktuelle Messbuch von brevissimis verbis spricht, also von allerkürzesten Worten, mit der Zelebrant in die Feier einführen kann. Ich habe das neulich ja bei anderer Gelegenheit schon mal gesagt. Das ist eine der schwierigsten Stellen der Messe. Inzwischen, jetzt nach jahrelanger Praxis, habe ich den Mut gefunden, keine Begrüßungsworte mehr zu sprechen. Haben Sie wahrscheinlich gemerkt schon in den letzten Monaten. Es geht, wie es im Messbuch steht, also ich verzichte darauf, weil das ist das, was mir, also mir fällt es nicht schwer, die Schriftworte auszulegen, oder das kostet natürlich immer Mühe, aber das fällt mir nicht so schwer wie, was sagt man da? Sie erleben das ja auch in anderen Gottesdiensten. Der fängt entweder an, das vorzuerzählen, was hinterher in der Lesung kommt. Wir hören heute im Evangelium, das ist eine ganz gängige Einleitung zum Gottesdienst. Das, was in Seminarien oft praktiziert wird, ist die sogenannte Statio, die es überhaupt in gar keine Liturgie gibt. Ja, das ist überhaupt keine liturgische Form, das ist eine Kopfkrankheit, ja, die man sich dann später in den liturgischen Alltag rettet, indem man an dieser Stelle predigt. Nur hat man noch nichts zu predigen, weil das Wort Gottes, über das man predigen soll, ja hinterher erst gelesen wird. Das ist eine vollkommene Unmöglichkeit, ist das. Also da ist mir noch nie eine gute Bemerkung zu eingefallen, wird es wahrscheinlich auch nicht mehr in diesem Leben. Aber dadurch lernen die Priester das an dieser Stelle zu tun. Manchmal könnte man, oder sie lesen aus dem Schott ab, was zu dem heiligen Otto von Bamberg wurde, was weiß ich, in irgendeine Badewanne getauft, die dann rostig wurde und so, was halt im Schott steht. Ja. Dann wissen die Leute viel über die Messe. Ja. Man findet sozusagen richtig ins Mysterium hinein. Also mit unserer Frage, was ist die Messe, was ist die Messfeier? Schmähmann macht einen Vorschlag und ich finde, weil dieser Vorschlag relativ charmant klingt, den finde ich wirklich schön. Er nennt das Reise in eine neue Welt. Also wenn Sie sich mal die ganzen, da könnte die Kirche mal irgendwie jetzt Reisebüros beauftragen, mal schöne Überschriften für die Heilige Messe zu finden, ja, bei TUI mal anfragen oder sowas, ja. Weil das würde sich lohnen. Da würde der eschatologische Aspekt vielleicht nochmal wieder betont. Die Liturgie der Eucharistie kann am besten unter dem Bild einer Reise oder Prozession verstanden werden. Da fallen uns bei uns natürlich direkt alle Groschen, auch in der römischen Liturgie, weil die römische Liturgie ja gerade drei große Prozessionen kennt. Sogar jeweils mit drei großen Vorstehergebeten versehen. Alle wissen, wovon ich spreche? Nein? Leichte Unsicherheit? Also es gibt einen Introitus, das ist die Einzugsprozession. Wer zieht da ein? Also wir haben hier unterschiedliche Vorschläge. Bitte lasst uns die nochmal laut. Wer zieht ein?
Christus zieht ein. Aha. Wir sind schon eingezogen. Wer zieht ein, war meine Frage. Du bist... Bewusstsein. Nee. Ja, können wir alles, also wir sammeln mal alles. Bewusstsein, Christus. Sie hatten noch einen Vorschlag? Priester und Erfahrgeber. Der Priester und die Assistenz. Wen haben wir noch im Angebot? Wir alle. Aha, gut. Also, wir lassen das mal so stehen. Wir sortieren gleich. Zweite große Prozession ist die Gabenprozession. Ja. Also, ich habe gesagt, gehört immer ein Vorstehergebet dazu. Einzugsprozession endet. Mit welchem Vorstehergebet? Mit der Kollekte, mit dem Tagesgebet. Also nicht die Geldkollekte, sondern mit dem Tagesgebet. Ja, so. Endet mit dem Tagesgebet, der sogenannten Kollekta. Tagesgebet gibt es nicht. Das ist eine deutsche Erfindung, ja, frei erfunden. Dieses Tagesgebet gibt es. Im Lateinischen steht Kollekta, ja, weil die Gebete der Einzelnen in diesem Punkt gesammelt werden, ja, nicht das Geld. Also es ist eine Oratio Diei, glaube ich, habe ich noch nie in keinem lateinischen Text gefunden, diese Bezeichnung. Also auch wieder eine deutsche Kunstprodukt. Dann haben wir die Gabenprozession mit dem Gabengebet und wir haben Sonder, aber ist natürlich auch eine Prozession, den Auszug. Wohin? Nach Ägypten oder was? Die Kommunionprozession endet mit der Postkommunio. Deshalb heißt dieses Gebet so. Also Schlussgebet ist auch frei erfunden. Ja? Es gibt kein Schlussgebet, es gibt nur eine Postkommunio, wenn wir von der Nomenklatur jetzt genau sein wollen. Also drei große Prozessionen. Das heißt, die ganze Messe hat schon, die römische Messe hat schon eine Gliederung in Prozessionen. Ja? Das fällt uns nicht schwer, diesen Gedanken aufzunehmen. Aber jetzt müssen wir doch nochmal sortieren. Worum geht es beim Einzug? Wer zieht da ein? Wir hatten alle, wir hatten Priester und Assistenz, wir hatten auf einer anderen Ebene, ja, dass wir uns, Heiliger Geist, Christus, ja? Ja gut, ohne den Heiligen Geist können wir gar nicht. Der Heilige Geist ist schon vor am Wirken. Die Konzilsdokumente sagen, wenn die einzelnen Gläubigen sich auf den Weg machen und überhaupt bewegt werden, zur Kirche zu kommen, um die Kirche zu bilden, ist der Heilige Geist schon am Werk. Ja? Also Christus, also meistens geht da so eine Schelle und da kommt der Pastor raus. Also jetzt hier den Leuten zu erklären, da kommt Christus, da hätte ich ein bisschen. Oder? Also wenn man das richtig versteht, also so ist das jetzt auch in persona Christi, also das ist schon so. Aber wer kommt aus der Sakristei? Sag mal, was lernt ihr eigentlich? Machen wir Sorgen. Der Bischof mit den Priestern und dem Volk zieht ein. Und das Volk zieht ein? Wo? Welches Volk? Durch die Ministranten vertreten. Nee. Ach, die Ministranten. Nichts. Nein. Aber wir wollen da mal kurz Licht ins Dunkel bringen. Ja? Das ist aber gut. Ich finde gut, dass Sie das sagen, weil dann, sonst könnten wir es nicht erhellen. Ja? Wie haben wir das getan? War das gestern? Wenn dein Auge Finsternis ist, wie groß muss dann die Finsternis sein? Also. Wir leben in einer hierarchischen Kirche. Daran lässt sich nichts ändern. Also wir können noch so viel Demokratie versuchen, wir werden daran nichts ändern, weil es offenbar der Gründungswille unseres Herrn Jesus Christus ist. Das ist zumindest die Lehre unserer Kirche. Ich will jetzt nicht einen Weihbischof unseres Bistums zitieren, der neulich anlässlich einer Visitation gesagt hat, es tut mir leid, es gibt in unserer Kirche oben und unten. Ich bin oben, Sie sind unten und dabei bleibt es so. So würde ich das jetzt nicht sagen. Ja? Das ist ein bisschen brachial, würde ich sagen. Ja? So, ja? Weil manchmal wechselt das ja auch mit dem so. Aber natürlich denken wir in der Kirche immer in einer Struktur. Und diese Struktur hat etwas mit dem apostolischen Amt zu tun. Und genau diese Struktur findet in der Einzugsprozession ihre Darstellung. Das Volk zieht nicht ein, das Volk ist da, das Volk hat sich versammelt, bildet die Versammlung der konkreten Ortskirche. In ihr ist die ganze Kirche abgebildet, aber ihr fehlt etwas, nämlich der Apostel. Deshalb sitzt in der Regel im katholischen Ritus, weder bei der Messe noch sonst irgendwo, der Priester in der ersten Reihe, so im großen Arsenius oder sowas und wartet, dass irgendwie die Zeit gekommen ist, dass er sich zum Sprechen begibt, ja? wie in den evangelischen Gemeinden. Das ist auch eine Darstellung von Kirche, eines Selbstverständnisses von Kirche. Der evangelische Pfarrer, da kann er sich 10 Stolen umhängen, ist Teil der Gemeinde. Punkt. Das will er auch sein.
Der katholische Priester ist nicht Teil der Gemeinde. Der katholische Priester ist der Apostel, der von außen geschickt wird. Der ist vom Bischof geschickt. Ist die Darstellung des apostolischen Amtes. Er lebt mit der Gemeinde. Er dient hoffentlich der Gemeinde. Ja? Er ist der Apostel der Gemeinde. Aber in der Eucharistie findet das die Darstellung, dass er immer von außen kommt. Also es begegnen sich immer die konkrete Gemeinde, die sich als Kirche versammelt und die erst zur Vollgestalt wird, indem das apostolische Amt dazukommt. Damit in der gültigen... Wir können das uns ganz deutlich machen. Wenn sich hier oder woanders die Gruppe trifft und sagt, wir wollen jetzt Gottesdienst feiern. Das können die schlimmsten Heretiker sein. Die finden sich alle toll, die lassen auch von außen keinen rein und sagen, nee, geh du weg. Ja? Du bist Flüchtling oder du warst mal bei den Pius-Leuten oder du bist sonst noch aussätzig oder sonst was weiß ich irgendwie was oder du hast mal die Kommunisten gewählt, was weiß ich, was einem einfallen kann. Die lassen den nicht rein. Das ist eine in sich geschlossene Gruppe. Das ist nicht Kirche. Das ist gar nichts. Das ist vielleicht eine Kuschelgruppe, das ist vielleicht eine esoterische Gruppe oder ein intellektuellen Zirkel, was auch immer, aber nicht Kirche. So. Und wer das gewährleistet, das ist sehr, wenn wer sich ein bisschen mit Gruppendynamik auskennt, ja, und manchmal sind unsere Pfarreien dazu degeneriert, solche Kuschelgruppen, Esoterischgruppen oder sonst was zu sein, ja. Eine Kirche hat immer eine Offenheit. Egal, ob ich hier in die Messe gehe oder in Riegelsberg in St. Josef gehe oder hier unten in der Stadt in St. Jakob oder in die Basilika oder in Shanghai in die Frühmesse morgen früh. Es kann niemand kommen und sagen, ja, aber du gehörst jetzt hier nicht zu unserer Gruppe dazu. Wir haben das immer hier so schön, ja, und jetzt hier so einen Deutschen in Shanghai, das möchten wir eigentlich nicht. Das geht nicht. Als katholische Christen geht das nicht, ja. Aber damit das gewährleistet ist, braucht es ein apostolisches Amt. Es braucht das Korrektiv. Es muss gewährleistet sein durch das apostolische Amt, ja. Also man muss sich nur Paulus anhören, das ist jetzt nicht irgendwie eine späte römische Erfindung oder sowas. Man muss nur die Paulusbriefe lesen, um das zu verstehen, ja. Die Galater, wir lesen jetzt gerade sonntags den Galaterbrief in Abschnitten, ja. Die fanden sich so toll, ja, da haben sie das Evangelium von Paulus angenommen, dann ist Paulus wieder weg in einer anderen Gemeinde, dann kommen andere Typen, die sagen denen, ja, nee, aber der Paulus ist ja älter, das ist alles irgendwie. Ihr müsst das schon ein bisschen mehr so jüdisch machen, ja. Sonst geht das nicht. Ja? Und dann muss man die Antwort des Paulus lesen. Wer euch ein anderes Evangelium verkündet, als das, was ihr angenommen habt, der sei verflucht und sei es ein Engel vom Himmel. Ist für einen ansonsten angeschlagenen Mann kein schlechtes Selbstbewusstsein. Aber es geht nicht darum, um den Paulus, sondern es geht um seinen apostolischen Auftrag, der da deutlich wird. Das ist der Auftrag. Und das ist der Auftrag des Priesters in der Gemeinde, die vor ihren Drehungen um sich selber zu bewahren. Wir kommen da gleich noch drauf, wenn wir noch Zeit haben, über Ikonografie und über Kirchenbau zu sprechen. Ja? Also, dass diese Zirkel in sich geschlossen sind. Ich habe das Beispiel neulich schon mal erzählt. Ich kann mich in der Hochschulpfarrerzeit erinnern, wenn Studenten dann die katholische Religion studieren, dann ein Gutachten brauchen und das nicht, weil sie eben in ihrer Heimatgemeinde nicht mehr zu Hause waren, weil nach der Firmung irgendwann war dann Schluss. Und oft war in den Gesprächen, wenn die dann von mir ein Gutachten wollten, weil ich die von der KAG kannte, dass ich gesagt habe, warum hast du keinen Kontakt mit der Heimatgemeinde? Dann war nicht selten so, das war keine Ausrede, dass die sagen, gut, nach der Firmung ist mir irgendwie dann auch mal weg mit 16 oder mit 15, ja, das ist jetzt gerade nicht das Alter, wo man jetzt unbedingt in die Kirche geht. Aber dass sie dann durch das Studium nach 5 Jahren Pause oder 4 eigentlich wieder hingehen wollten. Und es war unerträglich, dorthin zu gehen. Weil die Blicke, die zugeworfen bekamen, ja, von denen, die halt immer da sind, die haben ihren Platz nicht gefunden. Ja. Das waren unsere Pfarreien sind, das gilt sicher nicht für alle Pfarreien, sind oft hermetisch abgeriegelte Dinger. Ghettos, hier im Sinn von Schmähmann. Da ist nichts mit Offenheit. Muss ich mal an, sobald einer kommt, der nicht jeden Sonntag kommt. Ich meine, wir haben hier, bei uns ist es nicht so treu, weil wir eher eine hohe Fluktuation von Leuten haben, die ihrer Pfarrei auch treu bleiben und ab und zu bei uns kommen, einmal im Monat vielleicht oder so. Aber ja, wie dann die Blicke von denen, die noch da sind und die noch gucken können, die von denen, die kommen, ja, wie die dann auf denen ruhen, wie der schon an- und ausgezogen wird, wenn da überhaupt irgendeiner sich da in die Tür verirrt und da hinein will.
Das empfinden nicht alle als angenehm. Die fühlen sich ausgestoßen, die fühlen sich behandelt wie ein Aussätziger. Und die können sich dort nicht mehr beheimaten. Das ist Aufgabe des Amtes, dafür zu sorgen, dass ein solcher einen Platz hat. Aber da hat man natürlich oft in den Gemeinden dann heiße Diskussionen. Ja, da könnte doch jeder kommen. Also wir sind doch da jetzt da so schön. Da ist jetzt jeder, wo er sitzt. In der Kirche mit 500 Sitzplätzen haben die 20 Grad, da hat jeder so schön Bank. Das müssen wir jetzt da noch, kommt der da und setzt sich vor eine Stelle hin. Ja, so, das ist natürlich weltbewegend. Aber es ist oft die Realität inzwischen. Also, deshalb inszeniert in Anführungszeichen der katholische Gottesdienst immer, das ist in der Ostkirche ja nicht viel anders, dass der Apostel von außen in die Gemeinde einzieht. Und erst dann sozusagen bildet sich das, was wir Kirche nennen, in der konkreten Gemeinde mit dem Apostel. Der erste Gruß, der ausgetauscht wird, wenn wir mal diese ganzen verblümten Möglichkeiten des Messbuches weglassen, reduzieren wir es mal auf den Gruß, der dahin gehört, nämlich das schlichte Dominus Vobiscum, hatten wir heute schon, et cum spiritu tuo, dann haben wir sozusagen ein auch verbal das, worauf es ankommt. Der Herr sei mit euch, sagt der gesendete Apostel, in diesem Fall der Priester, oder der Bischof sagt, der Friede sei mit euch, aber der Priester sagt in der Regel, der Herr sei mit euch. Was bedeutet das? Der gesendete Apostel stellt fest, dass in dieser Gemeinde von Getauften, die sich da versammelt hat, Christus anwesend ist. Dass wir jetzt hier sind, um die Kirche zu bilden, um sie zu realisieren. Deshalb ist Christus hier anwesend, in dem versammelten Leib, in diesen versammelten Gliedern. Wir haben ja heute schon gesagt, die Überschreitung der Einzelnen. Ja? Und die antworten nicht, und auch mit dir, ist ja alles furchtbar gut gemeint, ja? Das ist wieder Demokratur, nach dem Motto, wir sind heute mal freundlich, du hast auch einen Geist, ist okay. Ja? Oder du hast auch einen Herr, oder was, ein Vogel, oder was. Ja? Nein, und mit deinem Geiste heißt, du hast das priesterliche Pneuma, du bist der Apostel, den der Bischof konsekriert und den die Kirche bestimmt hat, dass du jetzt überhaupt hier den Mund aufmachen darfst, sonst schleich dich. Also wenn man es ja mal ein bisschen die Linie auszieht, eine Übersetzung. Ja? Wer nämlich nicht geweiht ist, wer diesen apostolischen Auftrag nicht hat, wer nicht im Auftrag des Bischofs ist, hat da vorne nichts zu melden. Ganz einfach. Da kann der Graf Koch sein, der auftritt. Der kann doch ganz schöne Sachen anhaben, das hilft aber nichts. Er muss diesen Auftrag haben. Wenn er nicht der Apostel ist, tschüss. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Also eine Prozession. Ist das jetzt mit dem Einzug irgendwie klarer? Wir benutzen, also die Kirche geht in eine andere Dimension, sagt Schmemann. Sie geht in die, also was Messe angeht, man muss es sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist nicht nur einfach ein, weil, ich weiß nicht, ob Sie das auch mithören. Ich höre dann immer mit, aber wie müssten wir das dann feiern? Wenn diese Prozession der Liturgie uns in eine andere Dimension hineinführt, wenn diese Prozession der Liturgie, also die gesamte Liturgie, wenn wir Messfeier halten, wenn wir uns zur Messe treffen, uns in die Dimension des Königreiches Christi führt, als eine Realität. Ich weiß, wir sind schnell dabei zu sagen, ja, das ist ja mehr so symbolisch zu